Parteien ausgebreitet hat und bei der Opposition, wenn man den Militarismus als rechte Domäne begreift, dann muss man sagen, im Bundestag dominiert seit langem die Rechte. Schön gesagt, ja. Ja, wir haben Demos gegen rechts, die auch von Verbänden und Gewerkschaften und auch teilweise von Regierungsparteien in den Ländern und Kommunen mitorganisiert werden oder sogar ganz organisiert werden. Dieser ganze Kampf gegen rechts, inklusive Demos, hat ja vor allem nach diesem Korrektivartikel über das Treffen von Potsdam an Fahrt aufgenommen. Nun wurde bekannt, dass dieses angeblich unabhängige Rechercheportal in den letzten 10 Jahren mehr als 2,5 Millionen Euro Steuergelder bekommen hat und sich in den letzten 4 Jahren 11 Mal mit Regierungsvertretern getroffen hat. Die Geschäftsführerin von Korrektiv traf nur 8 Tage vor dem Potsdamer Treffen auf den Bundeskanzler, laut Korrektiv spontan am Rande einer Konferenz. Können Sie verstehen, dass da viele eine konzertierte Aktion vermuten? Ja, selbstverständlich. Man braucht ja auch diesen. Ja, selbstverständlich. Das ist mal eine klare. Dafür mag ich Lafontaine auch, dass er so klar, antwortet und da nicht ausweicht. Ich meine, natürlich alle, die das Interview sehen, sofort Verschwörungstheorie schreien, aber natürlich, das schreit nach einer konzertierten Aktion. Was soll das denn sonst gewesen sein? Vor allem das Wording, diese komplett übertriebene mediale Aufmachung, das hat ja, also das ist ja jenseits von Gut und Böse, was wir da gesehen haben. Das wurde ja auch aus dem Umfeld des Bündnis Sahra Wagenknecht nicht deutlich kritisiert, wie da gegen die AfD gehetzt wurde. Man sollte die AfD für die Position kritisieren, die sie hat, und ihr nicht irgendwelche Positionen unterstellen, die sie eben nicht hat. Naja, auch wenn es schon komisch ist, dass, ja, auch wenn dieses ganze Treffen schon etwas seltsam ist, wenn sich da AfD und CDU-Politiker mit irgendwelchen österreichischen Aktivisten treffen, um da, ja, irgendwelche komischen Pläne zu besprechen, was ja alles auch gar nicht spruchreif ist. Also Korrektiv hat ja zuerst berichtet, dass über Deportation geredet wurde. Mittlerweile ist ja von Deportation keine Rede mehr, sondern nur noch von Remigration. Da sagen ja alle AfD-Politiker, nein, es gehe doch hier nur um illegale Migranten. Und das ist, ja, es ist alles ziemlich seltsam, und wir hören uns gleich auch noch weiter an, was Lafontaine dazu sagen hat. Aber zwischendurch wollte ich euch hier mal was zeigen, was ich sehr interessant finde. Die Spender von Korrektiv. Wartet, ich hatte das nicht vorher rausgesucht, da ich das Interview, wie gesagt, vorher nicht gesehen hatte, aber hier haben wir es. Die Luminate Foundation, die Schöpflin-Stiftung, die Landeshauptkasse NRW, die Mercator-Stiftung, die ist auch überall damit dabei, die finanziert auch die DGAP, die RAG-Stiftung, Google, also das Großkapital, kann man sagen, The Sunrise Project, die Adesium Foundation, der JX-Fund GmbH und die Zeitstiftung und die European Climate Foundation. Interessant. Seit ihrem Bestehen erhielt Korrektiv außerdem Geld von folgenden weiteren Institutionen: Rudolf Augstein Stiftung, Open Societies Foundation, Bundeszentrale für politische Bildung, Deutsche Telekom, ein Unternehmen, was teilweise in Staatsbesitz ist, der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen, der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur, die ist von Jan Philipp Remzma. Ist schön, dass Wikipedia das alles so anzeigt. Also normalerweise sind Wikipedia-Artikel ja häufig zu nichts zu gebrauchen, aber dass sie die Spender zumindest mal auflisten, das ist zumindest, ja, das ist gut, dass sie das auflisten. Da weiß man nämlich, wer hinter Korrektiv steht. Ja, und der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen, das ist überhaupt nicht besorgniserregend, wenn eine Landesmedienanstalt an Korrektiv spendet. Facebook und die Cassiopeia Foundation. Also hier seht ihr Facebook, Google, das US-amerikanische Großkapital, die Stiftung von diesem Jan Philipp Remzma, dann Mercator Stiftung, noch andere, also deutsches Großkapital. Also ihr habt ja alles mit dabei. Ihr habt ja wirklich alles mit dabei. Ja, ihr habt, also das sind die Spender von Korrektiv. Der Staat und das Großkapital. Also Oligarchen und die Regierung. Also würde Korrektiv aus Russland kommen, würde man das Propagandamedium nennen. Aber da Korrektiv nicht aus Russland kommt, sondern aus Deutschland und nicht von russischen, sondern von US-amerikanischen, deutschen Oligarchen finanziert wird, nennt man das unabhängiges Recherchenetzwerk. Ja.
diese Recherche nicht, um das zu wissen, was angeblich bei der Recherche herausgekommen ist, wenn man jetzt einmal die Reizwörter von Vertreibung und so weiter weglässt, die ja gar nicht gefallen sind. Das ist ja alles bekannt, das steht ja in den Texten der AfD. Und wenn man eben die AfD bekämpfen will, muss man also solche Recherchen überhaupt nicht haben. Das weiß man ja. Die AfD hat einen rechtsextremistischen Flügel. Die Symbolfigur ist Herr Höcke, dessen Thesen zu dieser... Obwohl ich auch mit diesem Wort rechtsextremistisch eher vorsichtig wäre. Also wenn man das hat, wie gesagt, da muss man sich auf konkrete Zitate beziehen, da muss man sagen, was man meint. Ich würde ja auch nie extrem bezeichnen, wenn ich nicht weiß, dass er wirklich linksextrem ist. Also ich würde Worte wirklich nur dann verwenden, wenn ich mir sicher wäre, dass sie auch gerechtfertigt sind. Ansonsten schadet man sich nur selbst, wenn man es nicht gut belegen kann. Wie gesagt, bei Höcke, also wir werden Volksteile verlieren beispielsweise, gibt es einige Äußerungen, die ich auf jeden Fall nicht unterschreiben würde, aber die muss man dann auch parat haben. Denn ich weiß nicht, ob Preradovic gleich nachfragen wird, wie Lafontaine das meint. Rückführung der Migrantinnen und Migranten sind ja seit langem bekannt, die kann man ja nachlesen. Insofern sage ich noch einmal, es ist ja gut, wenn man gegen Rechtsextremismus auf dem Hintergrund unserer Geschichte demonstriert und wenn man eben versucht, eben das Aufkommen rechtsextremistischer Parteien zu schwächen oder zu verhindern. Aber es geht um die Ursachen. Man muss sich in der Sache auseinandersetzen. Und wenn man eben zu dem Ergebnis kommt, wie ich, dass eben die Rentenpolitik, die Lohnpolitik, die Sozialpolitik und natürlich auch der zunehmende Militarismus dem Rechten, dem Rechtsextremismus den Boden bereitet, ja, dann muss man gegen diese Politik demonstrieren. Und dann ist es eben ein Treppenwitz, wenn eben der Kanzler und die Außenministerin bei solchen Demonstrationen mitlaufen. Sie demonstrieren gegen sich selbst. Was ja auch im Raum steht, ist ein Verbot der AfD. Macht das Sinn, um sie zu bekämpfen? Ja, das ist ein sicheres Mittel, diese ganze Diskussion um die AfD immer weiter zu stärken. Denn die Menschen, die sich jetzt mit dem Gedanken tragen, das sind ja eben fast 20% der Wählerschaft, die AfD zu wählen und erleben, dass eben nicht reagiert wird auf diesen Protest, sondern dass eben man einfach dann daran arbeiten will, die AfD zu verbieten. Die werden also nicht aufgrund dieser Diskussion dazu kommen, ihre Meinungen aufzugeben, sondern die werden eher sich bestätigt fühlen. Insofern ist das nichts als eine Riesendummheit, diese Diskussion. Und es ist gut, dass das Verfassungsgericht hohe Hürden aufgebaut hat, die Gesetzgebung, und dass viele sich noch an das NPD-Verbot erinnern. Da saßen die Leute vom Verfassungsschutz im Vorstand. Also das Ganze ist ja wirklich eben auch nicht mehr nachvollziehbar. Vielleicht wäre es mal gut, ein Gesetz zu erlassen, dass eben der Verfassungsschutz verbietet, sich in Vorständen oder ich würde da noch radikaler sein, Verfassungsschutz abschaffen. Der Verfassungsschutz ist ein Regierungsschutz. Er schützt die Interessen der Regierung, er ist ein uns feindlich gesonnener Akteur. Und die Verbot hat Lafontaine natürlich völlig recht. Das ist absoluter Schwachsinn, diese Diskussion. Also mal abgesehen davon, dass das wohl keinen Erfolg hätte, da es da eben zu Recht hohe Hürden gibt. Diese Hürden bei der AfD nicht im Mindesten erfüllt sind. Ich meine, das muss man ja mal ganz klar sagen. Also selbst wenn es da einige Funktionäre gibt, die einige komische Sachen gesagt haben mögen, so ist die Partei in Gänze doch nicht verfassungsfeindlich. Also das ist ja vollends absurd. Und selbst der Flügel, wo einige mal etwas radikalere Äußerungen getätigt haben, auch die sind nicht verfassungsfeindlich. Und man braucht nicht mal, also eine verfassungsfeindliche Haltung reicht nicht aus, um verboten zu werden. Eine Partei muss eine aggressiv-kämpferische Haltung gegenüber der Verfassung haben. Also sie muss nicht nur abstrakt sagen, wir mögen die Verfassung nicht, wir fänden es schön, wenn die weg wäre, sondern sie muss konkrete Schritte vorhaben zu unternehmen. Und es muss auch hinreichend wahrscheinlich sein, dass sie die unternimmt, damit die Verfassung auch wirklich abgeschafft wird. Und das ist bei der AfD nun überhaupt nicht gegeben. Also wie gesagt, nicht mal eine verfassungsfeindliche Haltung würde ich da erkennen, aber eine aggressiv-kämpferische Haltung gegenüber der Verfassung sehe ich da noch viel weniger. Also das ist völliger Nonsens, diese Diskussion. Es ist eine Diskussion, die ja gemäßigte Wähler davon abschrecken soll, die AfD zu wählen. Es geht auch um die AfD klein zu machen und es geht im zweiten Schritt darum, alle oppositionellen Kräfte, einschließlich des BSW, in die Nähe der AfD zu rücken. Und bei diesem Spiel dürfen wir schon im ersten Schritt nicht mitmachen. Also schon diese völlig absurde Verbotsdiskussion müssen wir abwehren. Also schon da müssen wir sagen, völliger Schwachsinn, damit wollen wir nichts zu tun haben.
Nicht erst im zweiten Schritt, wenn wir dann in die Nähe der AfD gerückt werden. Das kann man im Zweifel immer relativ schnell tun, sondern wir sollten schon gleich sagen, nein, wir wollen nicht, dass die AfD verboten wird. Die ist auch nicht verfassungsfeindlich. Völliger Schwachsinn. Die Regierung versucht hier die Opposition klein zu machen. Und wenn die Regierung Proteste gegen die Opposition organisieren lässt, dann müssen wir das auch ganz klar kritisieren. Und auch das hat Lafontaine ja vorhin ganz deutlich gemacht. Also bisher, wir sind jetzt bei Hälfte, gutes Interview, würde ich sagen. Gutes Interview, was Lafontaine hier gibt.